So, meine Freunde, die DDs sind am Start. Herzlich willkommen zu einem erneuten Commentary von mir. Und im Hintergrund seht ihr jetzt meine allererste DNA. Ich habe da auf Terrace gespielt. Ist so eine, hat so Ähnlichkeiten mit Plaza von Black Ops 2. Und dabei hatte ich die Ball 27, die stärkste Waffe bisher im Game. Bald kommt ein neuer Patch auf der PS3, wo die ganzen Sturmgewehre und die Ball natürlich auch runtergepatcht werden und dafür die MPs, glaube ich, stärker gemacht werden. Bin mir aber nicht sicher, ob alle. Was ich auf jeden Fall weiß, ist die ASM1. Die wird auf jeden Fall gepatcht. Die soll richtig geil werden nach dem Patch. Und ja, das ist hier die Elite-Variante. Da gibt es mehrere. Ich weiß jetzt bisher, es gibt zwei, vielleicht auch mehr. Also einmal in Inferno. Das hat Patrick, den kennt ihr ja auch noch. Er hat auf jeden Fall die Inferno Edition und ich habe hier die Obsidian Steed Edition. Finde ich persönlich richtig geil. Die macht, hat zwei Schaden mehr und das spürt man einfach. Gerade im Gameplay, die, ja, die Gegner fallen auch endlich mal um. Manchmal, zum Beispiel wenn ich mit der HBR A3 spiele oder so, die Gegner, sie fallen einfach nicht um. Sie fallen nicht um. Das ist manchmal so genial. Und ja, das ist so, ich hatte wirklich immer die Probleme auf der 24er-Streak, bin ich sehr, sehr oft gestorben. Aber ich hatte auch öfters Gameplay, wo ich wirklich, ich hatte glaube 5 oder 6 Gameplays, wo ich auf 29er-Streak gestorben bin. Das ist so frustrierend, Freunde. Und ihr seht auch im Gameplay, wie nervös ich bin. Ich glaube, bei der 25er-Streak oder so merkt man wirklich, wie ich immer zu einem Punkt laufe, mir ein, zwei Kills hole, dann wieder zu einer anderen Seite, weil ich einfach Angst habe, wieder von irgendeiner behinderten Seite gekillt zu werden. Und am Ende zu der DNA hatte ich auch unglaublich Glück. Das müsst ihr euch wirklich geben. Das soll auch wirklich in die Hose gehen können. Und ja, ich finde persönlich, ich gehe gerade auf sehr gute Streaks. Ich habe leider keine zweite DNA bisher in der Zeit erspielt. Die DNA, die ihr hier seht, ist auch schon ein bisschen länger her. Ich konnte aber kein Video machen, weil ich auf eine OP hatte am Fuß. Und ich hätte jetzt ein Video machen können, aber ich hätte da überhaupt keine Lust drauf und man hat einfach keinen Bock, wisst ihr, wir kommen gerade aus der OP raus, so betäubungsmäßig und so, ne, und dann, das könnt ihr einfach nicht machen, wisst ihr. Und ja, deswegen kommt erst jetzt wieder ein Commentary und ich hoffe, ich kriege noch ein paar DNA-Dinger rein, weil ich bin echt oft auf guter Streak. Ich muss jetzt mal so die nächsten Tage mal mich mal für ein paar Stunden hinsetzen und mal ein bisschen suchten und mal gucken, ob ich vielleicht die nächste DNA hinbekomme, wäre ganz nice. Vielleicht auch mal eine anderen Waffe, ich glaube so die, wenn ich mit einer anderen Waffe es machen würde in der Sturmgewehrklasse, wäre so die HBR, weil die HBR, finde ich so, ist die zweitbeste Waffe. Die AK ist auch ein bisschen, naja, ist schon geil, aber da fallen einfach die Gegner bei mir nicht um. Und die MPs finde ich auch relativ nice. Die K5 ist meiner Meinung nach nicht so präzise. Da finde ich die MP11 richtig geil. Da habe ich auch eine Elite-Variante, die Goliath. Und ja, danach werde ich natürlich, wenn der Patch rauskommt, die ASM1, glaube ich, heißt sie, spielen. Die ist richtig geil. Und da habe ich auch eine Elite-Variante, wo sie mit Magazinerweiterung dabei ist, mit 68 Schuss drin. Also da geht gut was ab. Und ja, Freunde. Es geht mir eigentlich nur um das Gameplay in diesem Video. Und mich freut es einfach unglaublich. Ich kann mich jetzt nicht irgendwie krass groß freuen in diesem Video, weil die DNA ist einfach zu lang her und ich immer noch Schmerzen im Fuß habe. Und ja, aber es war so ein geiles Gefühl, müsste ich das wirklich geben. Ich bin unglaublich nervös in diesem Moment gewesen, ja. Und dann mache ich diesen letzten Kill, ja, den müsst ihr euch wirklich geben. Und kriegt diese DNA und Bombe, ne, stirbt sofort danach, Beste. Und dieses Gefühl war einfach so geil, einfach diese fucking DNA so früh erreicht zu haben. Und einfach ein geiles Gefühl. Und zweitens hätte ich niemals erwartet, dass ich auf dieser Map die, DNA, Jungs, Alter, boah, dieses Gefühl da, wo ich runtergesprungen bin, ne, und, ja, diese DNA finde ich persönlich einfach, ich hätte niemals gedacht auf dieser Map, ich hätte niemals gedacht, dass ich sie, gerade in diesem Moment, wo ich in diese Lobby einfach reinkam und so, hätte ich niemals gedacht, dass ich, dass es das die Lobby wird, wo ich die in der DNA schaffe, weil ich die Runden vorher einfach komplett verkackt habe. Ich habe da wirklich keine Streaks mehr aufgebaut, keine 20er, keine 15er, nichts war dabei.
immer nur so auf 5er oder 10er höchstens gestorben. Deswegen dachte ich wirklich nicht, dass ich hier jetzt eine DNA machen würde. Und mich haben zwei Leute gefragt, ob ich mit irgendeiner Exo-Ability spiele. Und ja, ich spiele mit Exo-Übertaktung. Was das ist, ist ganz einfach. Es macht euch, ihr kriegt so einen kleinen Tempo-Schub. Und das ist ganz nice. Weil ihr könnt zum Beispiel sofort, sagen wir mal, ihr spielt auf Ascent, der Map. Und ihr könnt hier halt, wenn ihr sofort spawnt, direkt quer drüber laufen. So, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine MP-Klasse dabei habt, mit einer MP11 oder so, und ihr dann das reinpackt, dann durchstürmt zum Punkt und die total auf Flaggen spielen halt Objective, dann habt ihr halt die geilste Karte, die es überhaupt gibt, nämlich wenn ihr Objective spielen, könnt ihr einfach zu den Flaggen holen, rennen und euch die Kills einfach abholen, weil da immer irgendwie zwei, drei Leute sind, die die Flagge versuchen einzunehmen. Das ist immer gar richtig geil. Und dann sprintet ihr einfach mit eurer MP rein, batz, und dann holt ihr euch die ganzen Kills. Das ist richtig geil. Dann habt ihr schon am Anfang der Runde sofort die 5-6 Kills drin. Und wenn ihr dann noch relativ schlechte Gegner habt, dann könnt ihr auch eine gute DNA machen. Und das Geile war, direkt nach dem Gameplay habe ich mit Patrick paar Lobbys zusammengesucht. Das heißt, wir haben zu zweit gezockt. Und wir waren auch in relativ guten Lobbys. Also da waren immer so Leute, die ja abgefuckt haben und so, ne? Dazu komme ich gleich, das ist ganz geil. Nämlich, wir waren beide auf richtig guten Streaks. Wir waren einfach auf guten Streaks, das muss man wirklich sagen. Immer, 10er war immer drin, dann die 20er, dann die 25er, dann stirbst du wieder. Dann wieder 20er, stirbst du, 25er, stirbst du. Wir beide. Ja, das war immer das Geile. Man war immer auf einer guten Streak und man stirbt einfach. Das wäre so nice. Und es war wirklich so geile Lobbys. Da hätte man locker DNA machen können. Und da war dann so ein Deutscher, ja. Und das war so ein richtiger Deutsch. Oder ich sag erst eher gesagt so, ich hoffe, es war ein Deutscher, ja. Wenn es ein Fratzacke war oder so, dann wäre es noch schlimmer. Der hieß COD 35 irgendwas, irgend so eine Zahlenkombination, ja. Spielt mit Sniper. Daran finde ich jetzt persönlich nichts auszusetzen, ja. Ich habe in diesem Spiel relativ wenig Leute gesehen, die mit Shotgun oder Sniper spielen, ja. Außer mit dieser Atlas 20mm oder wie die heißt. Alter, das ist der größte Bullshit, den es überhaupt gibt, Alter. Boah, ne, mit der Waffe kann man noch nicht mehr spielen. Ja, wo war ich jetzt? Scheiße. Nämlich, das ist so geil. Egal auf welcher Map, wir waren die ganze Zeit in dieser Lobby, weil die einfach so geil war. Und halt nur der abgefuckt hat. Und der halt immer irgendwie zum Schluss kam. 20er Streak, batz, bist du tot. Genau von ihm wieder, ja. Und das Geile war, Patrick ist immer von irgendeinem anderen Random gestorben. Und ich immer von diesem Sniper-Typen. Und dieser Sniper, Fotzenkopf, ja. Der war so dreist. Das müsst ihr euch mal geben. Er sucht sich auf jeder Map einen Punkt aus. Legt sich dorthin, ganz eiskalt dreist. Du läufst dahin, er killt dich. Irgendwann war ich so sauer, wenn ich irgendwie auf 20er oder 25er Streak gestorben bin, dass ich unbedingt ihn verfickt nochmal killen wollte. Und ich hab's nicht hingekriegt. Ich weiß, dass er da liegt. Ich weiß, dass ich ihn theoretisch einfach mit einem Double Jump hochspringen könnte, ihn batz wegmachen könnte, ja? Er killt mich wieder. Er killt mich einfach wieder. Ich hab's nicht gepackt und Freunde, ich hoffe einfach, ich krieg noch eine DNA. Ich wünsche natürlich Patrick auch, dass er eine DNA noch reißen wird. Und ja, ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.